Willkommen, Marius Ebert hier. In dieser Prüfungsfrage hier und in diesem Video geht es um die Wettbewerbsstruktur. Ich ziehe das Ganze wieder Mindmapping-artig auf. Das heißt, es kann sinnvoll sein, sich ein Blatt Papier zu nehmen, DIN A4-Blatt, dieses quer zu nehmen, den zentralen Begriff in die Mitte des Blattes zu schreiben und drumherum die Strukturierung aufzuschreiben. Hier ist also die Frage, die Prüfungsfrage, wie kann man die Wettbewerbsstruktur bestimmen? Die Wettbewerbsstruktur bestimmen. So, das sind zwei Begriffe. Dieses Wort besteht im Wesentlichen aus zwei Worten, einmal Wettbewerb und zum anderen Struktur. Wettbewerb, das S ist die Verbindung zwischen den beiden, ne? Wettbewerbsstruktur. Was ist Struktur? Struktur sind die bildenden Elemente, die tragenden Teile. Ja, bei einem Haus sind das die tragenden Teile. Das ist die Struktur eines Hauses. Und hier ist gefragt nach den tragenden Teilen, ja, was, des Wettbewerbs. Was ist der Wettbewerb? Das sind die Unternehmen, die auf einem Markt in Konkurrenz zueinander stehen, in Bezug auf eine bestimmte Branche, auf ein bestimmtes Produkt, was immer. Also Wettbewerb hat immer zu tun mit einem Markt. Und damit sind wir beim ersten zentralen Begriff. Markt. Und um jetzt die Wettbewerbsstruktur zu bestimmen, müsste man bestimmen zunächst einmal die Marktanteile der Wettbewerber. Und das Ganze ins Verhältnis setzen zum eigenen Marktanteil. Etwas schematisch dargestellt ist das immer diese Torte. Und das ist von mir aus unser Marktanteil. Und dann können wir schauen, wenn unser größter Konkurrent jetzt diesen Marktanteil hat, also wenn das hier wir sind und das hier ist der größte Konkurrent, dann sind wir Marktführer. Das heißt, die Marktanteile der Wettbewerber sind alle kleiner als unsere. Und natürlich kann man dann, wir sind Marktführer oder Marktfolger, um den Gedanken eben abzuschließen, und dann kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und von der Wettbewerbsstruktur zur Marktstruktur überleiten. Und da gibt es auch im Prinzip drei Formen, nämlich polypolistisch, oligopolistisch und monopolistisch. Polypolistisch sind viele, viele kleine Anbieter, oligopolistisch eine wenige große und monopolistisch nur einer. Also der Begriff Markt führt uns dann zur Marktstruktur, aber nicht besonders weit weg von dem Begriff des Wettbewerbs, ne? Denn das ist gleichzeitig die Konstellation der Wettbewerber untereinander. Sind es viele, viele kleine? Bin ich einer unter vielen, vielen kleinen? Oder sind da wenige große? So, das ist das eine. Also Marktanteil, der eigene Marktanteil und der Marktanteil der Wettbewerber. Dann ein weiterer wichtiger Begriff, der mit der Marktstruktur zusammenhängt, ist die Intensität des Wettbewerbs. Ja, auch etwas, was hier mit dieser Marktstruktur zusammenhängt. Intensität des Wettbewerbs. Wie sehr und wie stark wird um den Kunden geworben, beziehungsweise sogar gekämpft. Ja, das ist die Intensität des Wettbewerbs. Das kann man sehen zum Beispiel an Rabatten, an Sonderaktionen und so weiter. Wenn dann der andere am nächsten Tag folgt mit der entsprechenden Rabatt- oder Sonderaktion, dann kann man daraus schließen, dass die Intensität des Wettbewerbs sehr stark ist, weil der schon einen Tag später eine gleiche oder ähnliche Aktion macht, weil er Angst hat, dass die Kunden zu dem gehen, der angefangen hat mit dieser Aktion. So, und bei dem Ganzen hier oben
bin ich natürlich auch dann, oder auch hier unten, ja, komme ich auf eine weitere wichtige Größe, nämlich die Anzahl der Wettbewerber. Oder hier oben, die Anzahl, polypolistisch, oligopolistisch, monopolistisch, die Anzahl der Wettbewerber. Ein Monopolist hat überhaupt keine Wettbewerber. Polypolist, da gibt es viele, viele kleine, aber es kann sein, dass vielleicht die Wettbewerbsintensität nicht so stark ist, ja, wie auch immer. Also damit bin ich schon bei, sagen wir, drei entscheidenden Größen, um die Wettbewerbsstruktur zu bestimmen. Nämlich, wie viele Wettbewerber gibt es überhaupt? Wie gesagt, man kann diese Frage auch beantworten, indem man diesen Weg geht hier. Dann die Intensität des Wettbewerbs und die Marktanteile, eigener Marktanteil im Verhältnis zu denen des oder der Wettbewerber. Damit habe ich die wesentlichen strukturellen Größen erfasst. Ich sage nicht, dass das alles ist, aber der Rest, der lässt sich irgendwo an diese entscheidenden Größen dran stricken. Ja, Intensität des Wettbewerbs, dann könnte man dann zur Preispolitik der Wettbewerber übergehen. Also dann geht man weiter in die Details, hängt aber zusammen mit der Intensität des Wettbewerbs. Ja? Okay, das war's zu diesem Komplex hier, zu dieser Fragestellung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.